Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z, die guten, die schlechten, die mittelmäßigen und sogar ohne Stimme. Ja, immer Stimme, immer noch verkühlt, macht nichts, ich zocke trotzdem alle NES-Games, da gibt es keinen Aufschub. Ja, was zocke ich denn heute? Bumpin' Jump, der Untertitel ist irgendwas mit der Sonntagnachmittagsausflug, der sich als Albtraum auf Rädern erwies oder so übersetzt. Naja, das klingt ja schon mal ziemlich episch. Das Cover finde ich total lässig, super geil gezeichnet, wie so ein alte Comic, wie so ein altes Comic-Heft ein bisschen. Am liebsten mich umschlagen und ich gleich das erste Comic lesen, so bei diesem Cover. So sieht das für mich aus. Kann gut sein, dass es eine Comic-Umsetzung ist, ich weiß es nicht. Ja, der Titelscreen, blinky, 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 macht mir ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein super übles Game ist. Help me! Okay, ich muss irgendjemandem helfen. Gut. Bin ja immer für Hilfe bereit. Warum wackelt denn dieses Auto so furchtbar? Ah, okay, B ist Bremsen, A ist Gas geben. Da bin ich irgendwas reingefahren. Da steht ein Baum auf der Autobahn. Na klar, warum denn nicht? So, Vollgas geben wir mal. Was ist das? Was ist B? Ich habe die Steuerung noch nicht ganz gecheckt, Leute. Was war das? Das ist, wenn ich B drücke, macht er irgendwas Komisches. Was ist das? Was ist das für ein komisches Ding hier? Was soll das? Und A bringt nichts. Start ist Pause. Okay, Select ist nix. Achtung, Rufzeichen. Was hätte ich jetzt machen sollen? Muss ich da stehen bleiben vielleicht? Ich bin total... Ich verstehe es nicht. Es wird mir auch nichts kommuniziert, was ich machen soll. Hilf mir! Ja, ich komme. Und da muss ich stehen bleiben vor der Brücke oder was geht? Ah, die kann ich da raus... Ui, okay. Die können mich auch raushauen. Warum auch immer ich alle Autos von der Straße drängen muss. Einfach mal machen. Ah, jetzt bin ich irgendwie gesprungen. Ah, lange A drücken. Einfach nur so kurz A drücken bringt nichts. Oh ja, doch. Warum kann ich jetzt auf einmal hüpfen? Okay. Ich hüpfe. Cool. Warum ist das vorher nicht gegangen? Egal. Nicht zu viel hinterfragen. Der Lastwagen hat da den Müll auf die Straße gekippt oder so. Oder einen Baum. Wird gesprungen. Na, dann muss ich gleich wieder springen. Wow! Sehr gut. Das ist die grünen kann man nicht rammen. Und gleich nochmal. Super. Der lässt gleich wieder was fallen. Oh ja. Und springen. Okay, nochmal springen. Und. Ich hab's geschafft. Level 1 clear. Great! Na bitte. Na, wenn's great war, dann bin ich ja zufrieden. Ah, neue Grafikstil. Aha. Warum dieses Auto so zittern muss, das macht mich fertig. Warum muss dieses Auto so furchtbar zittern? Das ist kein Monitorfehler, das zittert einfach so. Da hat sich irgendeiner gedacht, das ist eine gute Idee, dieses Auto ist einfach so awesome, das zittert. Weil es so voller Power ist. Oder weil es einfach so eine Schrottkarre ist. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie nicht konzentriert. Sorry. Ah, die Grafik auf der Seite wird aber besser. Okay, die größeren Autos kann ich nicht rammen. Stell dich fest. Drüber hüpfen. Warum muss ich über eine Brücke drüber hüpfen? Ah, jetzt hätte ich es fast verpeilt schon wieder.
Ich weiß, warum sie dieses Zittern hinzugefügt haben. Damit man sein eigenes Auto von den anderen besser unterscheiden kann, glaube ich, oder? Weil es ist durch. Ah, er hat mich in den Tod geschubst auf der Autobahn. Und ich bin tot und es fängt ganz von vorne wieder an, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, furchtbar, oder? Fange ich ganz von vorne wieder an? Ja, ich fange ganz von vorne an. Uiuiui. Okay. Ich bin bei 5 Minuten, also ich muss noch ein bisschen. Ja, ist ganz okay, das Game. Schaut ein bisschen nach einer Arcade-Umsetzung aus. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber es schaut mir nach einer Arcade-Umsetzung aus. So, der haut wieder. Was ich habe noch nicht rausgefunden, was diese Power-Ups bringen. Was mir der B-Knopf bringt, das habe ich auch noch nicht abgecheckt. Ah. Wahrscheinlich bringt nur das P nur Punkte, oder? Na, ich glaube, das P bringt echt nur. Ah! Es ist ja echt so böse. Du bist so schnell hin. Eigentlich sollte man hier mehr auf Überleben fahren und weniger auf Punkte, glaube ich. Sekunde zu spät gedrückt. Zu viel auf die Autos konzentriert und weniger aufs Fahren. Mehr aufs Fahren konzentrieren, sorry. Mehr aufs Fahren konzentrieren. Ich springe ja vielleicht drüber, Leute. So schaut's aus. Und drüber gesprungen. Power eingesammelt. Und gesprungen. Komm schon. Ich gebe Vollgas. Power eingesammelt. Der hat den Klumpert wieder abgeladen. Gleich muss ich springen. Die Warnung ist eh gut. Es ist eh gut gemacht. Da kommt die Warnung vom Springen. Man weiß, jetzt muss man sich auf Springen konzentrieren. Es ist sogar mit akustischer Warnung. Also Spieldesign technisch eh einiges richtig gemacht, muss ich sagen. Man sieht genug nach oben. So, da drüber gejumpt. So, da. Ah! Ich sollte abstellen, dass mir während dem Zocken die WhatsApp-Nachrichten eingeblendet werden hier. Das ist schon ziemlich irritierend. Ah! Drüber geschwommen. Der haut jetzt sicher gegen Klumpers hinten raus. Ich bin doch hier ausgewichen. Come on. Und schon wieder Game Over. 8 Minuten erst. Das heißt, ich muss nochmal. 10 Minuten Minimum. Außer ich kann es nicht wirklich gar nicht ertragen. Und das ist nicht so. Also wenn ich es gar nicht ertragen kann, dann mache ich auch mal früher Schluss. So ist es ja nicht. Hat es schon gegeben. So, da. Dieses Schütteln bringt. Wenn ich B drücke, macht er das hier. Und drüber. Wäre ich besser? Ich weiß es nicht. Das war knapp. Ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Strategie ist, immer Vollgas zu geben. Aber irgendwie funktioniert es für mich ganz gut. Ja. Wie immer, Leute, wenn ihr das Spiel kennt und es damals gezockt habt, würde es mich extrem freuen, wenn ihr mir sagen würdet, wie das Spiel damals so war. Also wie man das damals empfunden hat. War es ein geiler Racer, die man sich stundenlang reingezogen hat, oder war es damals eh auch schon ein Fehlkauf? Ich kann es lässt sich ja jetzt immer schwer beurteilen. Das Gameplay finde ich ganz okay. Ah, jetzt habe ich die Autos schon wieder verwechselt. Dreck. Ja, Gameplay finde ich ganz okay. Das mit den Punkten einsammeln und so, ja, wenn da wäre jetzt noch Luft nach oben. Die Steuerung funktioniert.
Steuerung funktioniert ganz fein, also da gibt es eigentlich auch wenig zum Bemängeln. Könnten wir mal erklären, was der Beacon aufbringt. Das wäre super. Ah. Das würde mich noch interessieren, was der Beacon aufbringt hier. Also wenn das jemand weiß, auch das bitte in die Kommentare schreiben. So, der haut gleich was hinten raus. Ah, ich habe schon wieder die Autos verwechselt. Das ist echt ein Problem. Es kostet verdammt viel Konzentration, das Spiel. Und währenddessen die ganze Zeit zu quatschen, macht es natürlich nicht leichter. Eieiei. So, ich gebe jetzt nochmal Vollgas. Das ist gleich mein letztes Leben oder so. Alter, konzentrier dich auf dein Auto. Come on. Komm. Nein. Genau in dem Moment, wo ich rechts rüberziehen will, haut das ein Klumpen hinten raus. Ah, wie könnte es denn auch anders sein? Okay, das war Bumpen Trump am NES. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Gebt mir einen Kommentar. Wie war das früher? Würde mich freuen. Freut mich immer, wenn ich von euch höre. Und ja, und ich weiß, ihr seid da draußen. Die Abrufzahlen sagen, die Videos werden wirklich gesehen. Es gibt Leute, die NES-Games schauen wollen und mit mir entdecken wollen. Ja, und wenn ihr noch mehr entdecken wollt, unten gleich mal abonnieren. Und wenn ihr da drüben klickt, könnt ihr gleich mal schauen, was ich nicht schon so alles gezockt habe. Das sind nämlich bald 100 NES-Games, habe ich bald gezockt. Bald sind es 100, bald ist Jubiläum. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.